Gefällt euch das Buch? Wer waren die Männer, die er in die Hölle verdammte? Politische Gegner. Männer, die ihn hintergingen. Alieris Feder ist scharf, nicht? Sie. Eine sehr subtile Art, Rache zu nehmen. Ezio. Ich plane eine Reise nach Adrianopolis in einigen Wochen, um eine neue Druckerpresse anzusehen. Klingt amüsant. Es sind 5 oder 6 Tagesreisen. Und ich brauche eine Eskorte. Rego? Verzeiht, ihr habt sicher viel zu tun. Sophia, ich würde euch gerne begleiten. Doch ich fürchte, mir läuft die Zeit davon. Das trifft auf uns alle zu. Nun, ich kann jetzt mit der letzten Chiffre anfangen, aber ich muss vor Sonnenuntergang etwas erledigen. Könnt ihr einen Tag warten? Was braucht ihr denn? Es klingt dumm, aber einen Strauß frischer Blumen. Weiße Tulpen, um genau zu sein. Ich besorge euch die Blumen. Nicht so ein Problem. Seid ihr sicher? Das ist mal eine nette Abwechslung. Bene, trefft mich im Park östlich der Hagia Sophia und wir tauschen. Blumen gegen Informationen. Okay. Eine kleine Besorgung. Erledigen Sie einen Auftrag für Sophia, während sie nach dem letzten Polo Buch sucht. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Revelations, Freunde. Ja, mittlerweile in Part 11 und es geht zackig voran, auch mit den Massiv-Schlüsseln. Ich bin ja mal gespannt, wie sich die Geschichte wiederholt in diesem Sinne. Für mich jetzt, im Flashback-Style. Wir müssen also ein paar Blumen pflücken für die alte Sophia da. Kein Problem. Ich finde es nur komisch, dass wir abtrünniger werden, wenn wir ein Gebäude kaufen. Ist irgendwie unlogisch. Also sei es ein Schmied oder ein Arzt oder so. Aber egal. Nö, ich bin kein Abschaum. Ich muss hier nur durch. Das ist was anderes. Ein Abschaum würde hier das nicht können. Definitiv nicht. Wundervoll. Das ist ja mal elegant. Bitte lass mich in Ruhe. Ganz im Ernst. Oh, hier hat's Blumen. Ihr seht aus wie ein Mann mit Geld. Was braucht ihr, Dostum? Tulpen. Weiße, falls ihr welche habt. Ah, Tulpen. Vergebt mir, die sind ausverkauft. Etwas anderes vielleicht? Nicht meine Entscheidung. Tut mir leid. Dann hört gut zu. Vielleicht weiß ich, wo ihr frische Tulpen bekommt. Ihr wartet hier, ich komme wieder. 1 Stunde. 2 höchstens. Ich warte doch nicht 1 Stunde. Definitiv nicht. Wir verfolgen den guten Kerl hier mal. Der dreht sich sicher um wie jeder andere Bastard auch. Aber mal schauen. Ob wir das nicht hingedeichselt bekommen. Das wird wieder langweilig. Ja, nö. Ist okay. Zum Glück stehen wir hier dahinter. Sehr korrekt. Der kann uns nicht sehen. Jetzt sollte ich nur irgendwie hochkommen, damit ich nicht entdeckt werde. So. Ja, wir haben ihn jetzt gut im Blickfeld. Er uns aber nicht mehr. Ja gut. Gut im Blickfeld ist was anderes. Oh Mann, bitte nicht. Komm nicht hierher. Wo ist der Kerl? Nö. Der kann mich gar nicht sehen. Das ist unfair. Super, danke, dass du mich in Ruhe lässt. Finde ich nett von dir, KI. Sehr schön. Ja, so kann man den auf jeden Fall
sehr gut beobachten. Im letzten Part haben wir ein bisschen Tumult angezettelt, falls ihr da nicht dabei wart. Guckt mal vorbei, auch wenn der Part ein wenig abgekackt ist zu Anfang. Definitiv, muss ich sagen. Aber nun gut. Ah, hier sind wir. Wir haben jetzt genügend Tulpen und so, die wir hier pflücken dürfen. Hallo? Ach so, das sind die Bäume. Also die Tulpen. Warum wackelt das Bild so schrecklich? Schlechter Kameramann. Echt nicht gut, mein Freund. Aber gut. Wir müssen hier weiter pflücken. Mal schauen. Höchstens 2 Stunden. Der Typ hat's ja nicht alle. Da schon wieder. Schlechter Kameramann. Eindeutig. Na, und jetzt? Brauchen wir noch mehr? Noch eine? Na dann. Gehen wir hier noch pflücken. Hallo? Sie sollten mal dringend den Kameramann auswechseln bei solchen Angelegenheiten. Weil hier schafft er es dann wieder irgendwie, keine Ahnung. Die Kamerafahrt hat ziemlich auf jeden Fall genervt. Ja, ich glaube, wir gehen hier raus. Supi. Wir müssen ja gegen die Seite zurück. Wo ist die überhaupt, die Olle? Und wo verstaut ihr überhaupt die Blumen? Ja, du standest in meiner Flugbahn. Das war nicht sehr dolle und nicht nett. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber egal. Muss uns jetzt nicht stören. Wir müssen hier durch. Und wie gesagt, Ezio kann nicht rennen. Auf jeden Fall nicht durch Menschenmengen durch. Aber egal. Hey, ein schönes Picknick. Für uns? Was ist das? Ein Geschenk. Bitte. Che belli, grazie. Ich wollte euch danken, dass ich einen kleinen Beitrag für euer Abenteuer leisten darf. Ein kleiner Beitrag reicht in diesem Abenteuer, glaubt mir. Ihr seid mir ein Rätsel, Ezio Auditore. Mi dispiace. Das ist keine Absicht. Es ist schon gut. Eher fascinante. Sembra squisito. Oh, hab Dank. Schon fertig mit der letzten Chiffre? Ah, die Chiffre, si. Ich löste sie schon vor Stunden. Ihr bekommt sie früh genug. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Grab. Das andere Massia-Schlüsselchen hat ja der gute Gegenpart, also die Templer. Den müssen wir dann nur noch den abluchsen und dann haben wir alle. Sehr cool. Danke, Sophia, für die gute Lösung. Finde ich sehr cool. Nö, ist okay, ist okay, ist okay. Lass mich, ist okay. Ja, ja, halt die Fresse und laber mich nicht voll. Ohne Witz. Was nerven die immer so rum? Könntest du das auch noch hier nach oben schaffen? Dankeschön. Weil dann könnten wir hier ein wenig... nö, ist es nicht, wenn man es kann. Dann können wir hier nämlich ein wenig Zeit sparen. Ey, könntest du weiter nach oben, mein Freund? Wäre so ziemlich klasse von dir. So. So. Dich ziehen wir runter, mein Freund. Tschüssi. Da du uns nicht entdeckt hast, steigt unser Bekanntheitsgrad auch nicht. Was ich sehr cool finde. Wo müssen wir überhaupt hin? Yeah. Ah, das war jetzt knapp, aber wir haben es jetzt wieder hingedeichselt.
wie das Ezio teilweise wieder macht, für dafür, also dafür, dass er teilweise immer so runterfällt. Ja, ja, ist okay. Aha. Nein, ist okay. Au, das tut weh. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Wenn ihr mich weiter nervt, nehme ich diese Jungs und verkloppe euch, ne? Jetzt ist schon sicher wieder meine Rüstung angeknackst. Ja, ist okay. Der sieht mich auch gerade. Ja, wundervoll, aber du gehst liegen. Sorry. Oh Mann, das hat aber wieder zugesetzt. Ha, da hat er es nicht mal bemerkt. Hätte jetzt jeder Volltrottel bemerkt. Aber okay. Immer ein Gratis-Kill. Schade, gibt es nicht XP, weil ich glaube, ich in Unity gab es irgendwie XP, keine Ahnung. Habe ich auch schon völlig vergessen so. Hier über die Häuser, würde ich sagen. Geht ein wenig schneller, hoffe ich. Dort wäre wieder ein Fragment, was ich mir sehr gerne einverleiben würde. Hallöchen. Na, danke. Ich muss hier hoch. Ist mir egal wie. Dankeschön. Jetzt hier hoch. Wundervoll. Das war sehr schön. Und jetzt gehen wir das letzte Massivgrab noch anschauen. Das von Ezio versteckt wurde. Nur ist die Frage, wo? Ach so. Jetzt dürfen wir wieder mal ganz nach oben klettern, oder? Kann das die Möglichkeit sein? Ja, ich sehe schon. Wo wir hoch müssen. So. Danke. Nein, bin ich nicht. Sonst hättest du mich nie eingeholt. Wenn ich zu schnell wäre. Ne? Das ist so eine Nebensache. Aber immerhin, ich bin dir entkommen. Das ist auch schon mal was. Supi. Und jetzt sind wir jetzt oben und können mal alles von oben betrachten. Zeichen und Symbole Teil 3. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Massivschlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. Hm. Okay, machen wir doch. Eins hatten wir schon, zwei haben wir gemacht und jetzt machen wir das dritte. Wir gucken jetzt uns mal so um. Ich glaube, es ist das da oben, oder nicht? Nö, nö. Dann ist es das da. Hm. Ja, ist naheliegend in einem Gebäude, ne? Runter, würde ich sagen. Dann können die Pfeifen uns auch da oben nichts mehr anhaben. Dankeschön, dass ihr mir so freizügig Platz macht. Wir müssen da mal nämlich ziemlich dringend hier hoch. Einfach hier. Okay. Sehe ich. Bin ich cool. Dankeschön. Und hier haben wir ein weiteres Buch, was uns zum nächsten Massivgrab bringen soll. Oder was soll man dem besser Altair-Grab sagen? Man wird sehen. Von Sokrates gefunden. Aha. Nicht schlecht. Mädchenturm freigeschaltet. Okay. Mädchenturm, genau. Voll deiner Meinung. Dankeschön. Können wir hier rüber? Danke. Hallo?
Wundervoll. Und jetzt einfach nur noch hier hoch, würde ich sagen. Ist sicher immer in der Nähe. Ja, 300 Meter. Das ist schon noch eine Weile entfernt, muss ich sagen. Freut euch auf jeden Fall am Wochenende schon mal auf eine Menge Assassin's Creed, weil ich hier ordentlich voraufnehme, damit ich dann eben, wenn ich bei meiner Tochter bin, euch Assassin's Creed hochladen kann. Das wird auf jeden Fall nice. Oh, hier hat's noch eine Bank. Aber die kann ich mir sicher nicht, ja, einverleiben. Ich habe nicht genug Kohle. Schade. Aber egal, wir kommen hier sicher wieder mal back. Oder ich zumindest. Und kann mir diese Bank auch mein eigen nennen. Oder zu eigen machen. Zum Glück werden die Festen jetzt nicht mehr übernommen, da ich überall Assassinen drin habe. Auch so mal angemerkt. Ihr müsst sie einfach ausbilden bis auf Level 10 oder ja, mindestens. Und dann die Sondermission machen mit ihnen und dann ist okay. Nur mal, dass ihr es wisst. Für diejenigen, die es jetzt noch nicht gewusst haben. So, was soll man hier machen? Muss ich das verstehen? Ist es irgendwie im Wasser oder wie? Oh, das ist ja ganz nice. Gute Kulisse, habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Das ist ja mal Schnieke. Ach, ist das schön, wieder mal die Geschichte so zu erleben. So, Mädchenturm. Ein Hinweis der Apollo-Brüder für Deizio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie das Massivschlüssel. Beschaffen Sie den Massivschlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Ach, was ist denn das wieder für eine Scheiße? Den Leuchtturm nach einem Massivschlüssel durchsuchen. Ist ja wieder mal klasse. Wir gucken uns das mal an. Gut. Dann klicken wir mal. Assassinenzeichen. Wir müssen das irgendwie aufmachen oder so. Keine Ahnung. Ja, nur deswegen. Oder wird es uns weiter angezeigt? Ja, es wird uns weiter angezeigt. Bin ich supi? Dann machen wir das mal so. Jetzt weiß ich ja nicht, ob da Wasser reinläuft wie aus Eimern. Keine Ahnung. Oh, nö. Ach so. Ich dachte schon, er springt freiwillig ins Wasser. Ach nö, das ist diese Scheiße. Nee. Wenn ich da einen Fehler mache, bin ich im Wasser, ne? Oh, das ist das Nervigste on the road. Aber okay, das müssen wir jetzt halt machen. Ne? Und wir haben nur eine begrenzte Zeit. Danach ist es schon wieder vorbei. Zum Glück wird hier uns angezeigt, wie viel Zeit wir haben. Sonst wäre es ein wenig scheiße. Aber immerhin. Und da kann ich auch nicht mittendrin pausieren. Weil sonst weiß ich dann nicht mehr, wie weitermachen. Weil ich dann meistens mehr als einen Tag warte, bis ich weitermache. Mit aufnehmen. Und dann brauche ich auch Pause. Ja, supi. Oh Gott. Was soll diese Funktion darstellen? Ja gut, der Wasserpegel steigt, aber mal ganz ehrlich. Jetzt aber nicht mehr, jetzt sinkt der. Halali. Ich hoffe, das führt mich richtig rum. Aber wie das mal aussieht hier.
Okay. Wir machen das mal so. Wir müssen scheinbar immer weiter runter. Und solange wir hier nicht ins Wasser fallen nur müssen, dann ist alles okay, würde ich sagen. Mehr als okay. Fast schon geschenkt. Aber auch nur fast. Wir haben immer noch einen Weg vor uns. Der sich gewaschen hat, dann oben durch, okay. Nur, dass ich das dann im Kopf habe. Und wir keine Probleme kriegen. So, jetzt wird es uns noch gezeigt, wo wir hin müssen. So. Aha. Ja, super. Ist ja mal geil. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Aha. Ich wollte gerade sagen. Aber so wie der gerade rumspackt, sollten wir es eigentlich nicht schaffen. Aber ich glaube, das schaffen wir sogar noch. Weil ich einfach zu imber bin. Nice. Und die meisten fangen dann hier schon an mit Stoppen und fliegen dann dort noch runter. Hab ich auch schon mal gemacht. Diesmal aber nicht. Weil ich mich an diese Scheiße noch genauestens jetzt erinnere. Das war nicht so nett. Damals. Heftig. Was das gebraucht hat, um diese Konstruktion überhaupt zu bauen. Wer macht sowas? Mal ganz im Ernst. Die waren doch Verrückte. So. Jetzt geht's weiter. Direkt nach rechts, sicher. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Doch, kann ich mir sogar. Ungefähr hier. Super. Ich hoffe nur, ich komme safe hier unten an. Dort, wo ich muss. Sonst bin ich hier ein wenig am Arsch. Zum Glück hat man ungefähr genug Zeit, um was hier zu bewerkstelligen. Ja klar, jetzt bin ich im Wasser gelandet. Jetzt bin ich im Wasser gelandet und komme nicht mehr hoch. Ist okay. Ist ganz genial. Ich kann eigentlich schon wieder von vorne beginnen. Ne? Aha. Ah, ich schaff's trotzdem noch. Verdammte Kacke, ey. Verdammte Kuchenscheiße. Ja, super. Eine falsche Abzweigung und dann ist man schon im Wasser. Verdammte Scheiße. Oder dann macht man es falsch und ja, super. Und jetzt? Was wollt ihr? Dass ich noch mehr Scheiße mache? Ihr seid doch echt Banane. Ja, sicher, noch durch den kleinen Eingang, ne? Ihr seid mir echt kranke Pisser. Ohne Witz. Es mag ja dort geil sein, woher ihr kommt, aber dort, wo ich herkomme, ist es der größte Müll. So, danke. Nicht mal das schaffe ich ohne Probleme. Nur, eigentlich hätte ich ja Bock, das neu zu starten, aber das mache ich mal nicht. Dafür ist es mir zu nervig und mir reicht das, wenn ich das Massiv-Siegel mitnehmen darf. Komm, gib mir das Massiv-Siegel, sonst drehe ich durch. Ohne Witz. Ja, komm, Dante-like. Rantreten und dann ist alles im Lot. Ja, und jetzt einfach dort hoch und dann sollten wir dort sein, okay. Machen wir.
Müssen wir jetzt hier lang? Hallo? Super. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Und was du da machst, verstehe ich noch weniger, aber okay. Ach so. Hier hoch. Das müsste ich dann auch noch zuerst sehen. Mann. Jetzt nicht hinten wieder hoch, oder? Nein, geht nicht. Kann höchstens hier mich dranhängen und... Nein! Ich weiß ja nicht, aber... irgendwie... will mich das Spiel trollen. Und zwar bis zum Ende. Bis zum Ende hin möchte es mich trollen. Noch, weil ich die nicht mehr so mag. Die Spiele von Assassin's Creed 1 bis 3, also ja, 2 und die Ableger davon, um einfach ein wenig noch die Story von Ezio zu erklären. Was ist das eigentlich? Bewegt sich die ganze Konstruktion oder was ist hier kaputt? Ich schwöre dir, wenn du jetzt noch eine Scheiße machst, Ezio, dann sind wir geschiedene Freunde. Ja, die nehme ich mir jetzt echt noch, weil habe ich mir verdient. Ist immerhin das letzte Grab, soweit ich weiß. Jetzt, wenn noch eins kommt, weiß ich es nicht. Nein, ich wollte erst noch alles looten. Verdammt. Na dann, immerhin. Wir haben den letzten Massivschlüssel und ihr kriegt noch mal was geboten. So. Dankeschön. 1670 haben wir noch erreicht. Oder besser gesagt, bekommen. Supi. Und jetzt auf in unser Unterschlupf. Wir müssen mal die letzte Geschichte von Altair mitbekommen. Definitiv. Tut mir leid, wenn ich gerade zu viel rumgemeckert habe, aber es geht mir so auf den Kack, dass er sich teilweise nicht festhält oder so, weil ich habe dort was gesehen wie ein Vorsprung. Eigentlich hätte er sich dort festhalten sollen. Hat er aber nicht gemacht und deswegen kam das hier gerade zustande. Ist auf jeden Fall eine unschöne Sache. Was? Ich höre hier was. Ach, da vorne, das ist nur so ein Mülldepotkiste. Wir brauchen allerdings einen Arzt, denn wir brauchen dringend Apothekenbedarf wieder. Medizin. Ja, so dringend auch wieder nicht, aber ich möchte voll sein. Ist auf jeden Fall besser als gar nichts zu haben. Eigentlich könnten wir wieder abheben, machen wir aber nicht. Oh, wir sind sogar schon im Stadtteil. Ja, gut. Da alles auf dem Weg ist, können wir trotzdem zur Bank. Nichts ist los mit mir, ich muss nur da durch. Und du standest mir im Weg. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Wärst du mir nicht im Weg gestanden, hätte ich dich nicht anrempeln müssen und ja. Den Rest kannst du dir denken. Ja, Geld abheben, danke. Brauche ich auf jeden Fall 18.000. Die sind schnell wieder ausgegeben. Vor allem Dingen in dieser Welt. Und ja, ey. Warum findest du jede Leiter so attraktiv, mein Ezio? Willst du eine Leiter heiraten? Eine Stange, klar. Willst du eine Leiter heiraten, Ezio? Kann ich schon einführen? Keine Sorge. Also die Reibung kannst du ja auch entstehen lassen, die du bei einer Frau hast.
Jetzt wird es pervers, aber trotzdem, es stimmt trotzdem, muss ich sagen. Also muss es mir nicht peinlich sein oder so. Mann, rede ich wieder eine Scheiße, aber ich hoffe, ich bringe euch teilweise zum Lachen mit dem, was ich zu sagen pflege oder so. Oder wenn ich wieder mal auf dumme Wörter komme. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Mal schauen, was wir sonst noch erfahren. Was ist es hier? Nichts. Dankeschön, Arschloch. Na dann. Zum Interagieren drücken. Ja, ich drück doch. Wir haben den vierten. Danke. Es heißt, er schreie im Schlaf. Rufe nach seinem Vater. Abbas, welch ein erbärmlicher Mann. Es ist nicht an uns zu richten. Sicher ist es das. Falls unser Meister von Sinnen ist, so will ich es wissen. Still. Guten Abend. Wasser. Natürlich. Bitte. Habt vielen Dank. Was führt euch her, alter Mann? Bedauert Abbas. Verurteilt ihn nicht. Er hat die meiste Zeit seines Lebens als Waise gelebt. Beschämt vom Erbe seiner Familie. Er ist besessen von der Macht. Weil er keine Macht besitzt. Er ist unser Mentor. Und anders als Al-Mualim und Altair hat er uns nie betrogen. Ein Unsinn. Altair war kein Verräter. Er wurde vertrieben. Zu Unrecht. Es. Ist es? Seid ihr das? Ich hörte Gerüchte, jedoch glaubte ich sie nicht. Ich frage mich, ob ich selbst mit Abbas reden soll. Viel Zeit ist vergangen. Unmöglich. Abbas' ungehobelte Lakaien halten uns von der Burg fern. Weniger als die Hälfte der Krieger hier sind wahre Assassinen. Nun, wo fange ich an? Bei uns. Ja. Rückkehr des Mentors. Altair ist nach 2 Jahren selbst auferlegten Exil nach Masyaf zurückgekehrt. Sammeln Sie Verbündete und eliminieren Sie Abbas. Akzeptieren niemand außer Abbas und seinen Hauptmännern töten. Ob das uns geht. Werden wir gleich sehen. Mal schauen. Kommt noch eine Sequenz oder wie? Also ich würde es ja freuen, also mich würde es ja freuen, noch mehr von Altair zu sehen, aber... Ihr nennt diese Männer grausam. Erhoben sie ihre Klingen gegen Unschuldige? Für wahr, ja. Gewalt scheint ihr einziger Spaß zu sein. Dann sterben sie. Denn sie haben die Regel verletzt. Doch wer noch nach dem Credo lebt... Bleibt verschont. Ihr könnt uns vertrauen. Aha, Abbas leidet unter Verfolgungswahn, dann soll er das mal tun. Finde ich supi. Wie komme ich jetzt da nach oben? Sorry. Altair ist zu langsam geworden.
Definitiv, er kommt kaum ins Rennen. Und wir haben keine Ausdauerleiste. Danke, jetzt hast du aufgehört, so schwer zu atmen. Jetzt kann ich mit dir wieder ein bisschen rennen. Man muss es ein bisschen abtimen und dann kann man wieder ein wenig rennen. Mama mia, wie soll denn der Kampf gleich aussehen? Mit dem alten Knackeralter hier. Also irgendwann muss auch ein Assassin in Rente gehen. Deine Zeit ist durch, Ezio. Ey, Alter hier. Ja gut, zwischen den beiden ist nicht viel Unterschied. So. Boden, alter Mann. Den töten. So, das war's. Den nächsten Hauptmann töten. Finde ich supi. Ja, Mann. Finde ich supi. Jetzt einfach von hinten anschleichen, falls das geht. Oh, meine Freunde sind hier. Nice. Hä? Wer soll denn das sein? Der uns da führen wollte. Der uns da führen will. Altea war ja eigentlich der Erste. Der einzig wahre. Mentor. Willkommen. Hey, danke. Still. Wir wollen doch nicht, dass er stirbt. Garantiert. Ich und Sterben. Ich habe jetzt schon gegen jeden von denen locker eine Chance. Oh. Wessen. Oh, nice. Was für ein Attentatskommando. Elender Tatterglei. Nein, halt die Fresse und geh weg. Folgt mir nach zur Burg. Vergießt kein Blut, wenn es nicht nötig ist. Einfach mir nach. Dankeschön. Klettern kannst du sicher nicht mehr, Alter hier. Deswegen müssen wir hier in Massiaf ganz geschmeidig hier mal einen Berg hoch. Und vielleicht noch gegen die Assassinen kämpfen. Oder auch nicht. Nein, lass mich. Ich will niemanden anders töten. Da ist sonst noch einer. Dankeschön. Alter hier. Zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit wir euch zuletzt in diesen Mauern sahen. Wir brauchen eure Weisheit. Mehr als hier. Ach ja? Na dann. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh, müssen wir uns gegen die alle anlegen? Nö, bitte nicht. Dankeschön. Meine ganzen Anhänger, sieht so geil aus. Tötet ihn! Tötet ihn sofort! Worauf wartet ihr noch? Ihr Narren! Er hat euch verhext! Mit was denn? Er hat nicht mal den Edenapfel dabei. Oder doch? Also, er hat ihn auf jeden Fall nicht aktiviert, das wüsste ich. Lasst mich einfach durch. Meinen Respekt, Mentor. Ja, was? Mach sie fertig! Ich kämpfe Nein, für euch. Ich möchte nicht. Für den Orden. Willkommen doch halt rein. Willkommen zurück, Mentor. Betrüger! Verrecke! Es ist mir eine Ehre, Mentor. Stirb! Ja, klar. Fickt euch, mal ganz im Ernst. Nieder mit euch, nieder mit dir. Ich hab gar nichts gemacht, ey. Ich hab genau einem gesagt, er soll sterben. Willkommen zurück, Mentor. Danke. Befehlt euren Männern den Rückzug. Nein, ich verteidige Masyaf. Würdet ihr nicht dasselbe tun? Ihr habt alles verraten, wofür wir stehen, und alles Erreichte verloren. Alles, einfach alles geopfert auf dem Altar eures Hasses. Und ihr? Ihr habt euer Leben damit vergeudet, diesen Apfel anzustarren und vom Ruhm zu träumen. Das ist wahr, Abbas. Ich habe viel von dem Apfel gelernt, von Leben und Tod, Vergangenheit und Zukunft. Ich zeige es euch. Okay. LT und Y. Ah, die erste Schusswaffe, Freunde. Tja, scheiße, ne? Ich kann euch niemals vergeben, Alter, ihr.
All die Lügen über meine Familie, meinen Vater, die Demütigungen, die ich erlitt. Es waren keine Lügen, Abbas. Ich war 10 Jahre alt, als euer Vater zu mir kam. Er war in Tränen, bat um Vergebung für den Betrug an meiner Familie. Dann schnitt er sich die Kehle durch. Er hauchte sein Leben zu meinen Füßen aus. Dieses Bild werde ich nie vergessen. Nein. Doch er war kein Feigling, Abbas. Er erneuerte seine Ehre. Ich hoffe, es gibt ein Leben nach diesem. Dann treffe ich ihn wieder und erfahre die Wahrheit über ihn. Und wenn eure Zeit gekommen ist, finden wir euch. Und dann gibt es keinen Zweifel mehr. Tja, meine Freunde. Und das war der letzte Abschnitt der Masyaf-Schlüssel, Freunde. Ja, wir haben zwar nicht volle Synchronisation erreicht, wie immer, oder wie meistens, aber ist egal, Story tut es wie gesagt keinen Abbruch und es war guter Content, muss ich sagen. Einfach nur heftig, wie es sich dann alles noch indirekt zum Guten gewendet hat. Selbst Abbas, der sozusagen noch bekehren entdeckt. Er wollte es ihm zwar nicht so recht glauben, aber er möchte dennoch die Wahrheit jetzt erfahren. Was er am Anfang nicht wollte. Was ich sehr traurig finde. Ein alter Mann und doch kämpfte er, um die Bruderschaft zu retten. In meiner Jugend hätte ich ihn stur genannt. Heute bewundere ich seinen Mut. Die Assassinen waren sein Leben. Vom Anfang bis zum Ende. Er hatte kein anderes. Das stimmt wohl. Und jetzt fehlt uns nur noch ein Masyaf-Schlüssel und der befindet sich, wie gesagt, in der Hand von den Templern. Und dort machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter, Freunde. Wir gucken jetzt noch an, wo es uns denn hin verschlägt. Ach, dort unten hin. Ist kein Problem. Machen wir auf jeden Fall. Ich möchte aber jetzt gucken, wer es denn als nächstes erwischt. Wäre noch so cool, auf jeden Fall zu erfahren. Hallöchen, meine Freunde. Ja, und auf jeden Fall, dieser Montur passt auch noch zu Ezio, weil er ist jetzt auch ein alter Knacker und das passt wie die Faust aufs Auge. Aha. Hier ist alles ruhig wie immer. Gefällt mir. Und endlich alles Nervige durch. Eigentlich so nebentechnisch. Jetzt kommt nur noch die Hauptstory dran. Und die ist auch nicht mehr lange. Ich hoffe, ihr seid auch da noch dabei. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und schon mal danke fürs Zusehen, Freunde. Oh, super. Geht direkt weiter, Freunde. Aber danach beenden wir das ist kein erlaubter Zug. Den Part.